never find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging me, go and come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Diese hübsche Dame hier fertig. Ich bin mal mit ihr ins Fenster gegangen, weil hier bei Tageslicht sieht man die Farben viel, viel schöner als nur mit der Softbox. Ich habe hier drei verschiedene Farben benutzt. Ich habe sie nicht heller oder dunkler gefärbt. Die Farbe ist an sich gleich geblieben, nur die Nuance hat sich verändert. Ist jetzt mehr so ins Kupfer, also so Goldkupfer. Und ich habe Strähnen gesetzt, hat man ja gesehen. Hier einmal so, das ist Rose Red von Directions. Und hier sind so Kupfersträhnen und die sind eben unterm Decker und so fallen die, ja, hier so ein bisschen raus. Wenn ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall da vorbei, weil da habe ich so einen Grauton gefärbt, auch auf einem Puppenkopf. Schaut euch das noch an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ansonsten stehen wieder alle Infos in der Infobox, wobei ich wieder nicht dafür haften möchte. Also wenn ihr euch die Farben jetzt kauft und bei euch drauf macht, es kann was komplett anderes rauskommen, weil ja, ihr könnt eine ganz andere Haarfarbe haben, eine ganz andere Ausgangsfarbe, je nachdem wie die Ausgangsfarbe ist. Es wird jedes Mal anders, also nicht nur, man darf nicht immer nur auf die Produkte gehen, die man verwendet hat. I'll admit it, you got me feeling hella love, even when it's going down, know that we gon' live it up, young shot caller, always been a... So, das war's dann auch schon mit dieser kleinen Mini-Video-Reihe. Es waren ja nur zwei Videos. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Das war jetzt, was ihr gesehen habt, der zweite Damenkopf. Und dann habt ihr auch das Bild gesehen von dem Haarschnitt, den ich da machen musste und dem Styling. Und
War auf jeden Fall cool. Ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und wie im letzten Video schon erwähnt, ich wurde ja in ganz Niederbayern, Oberpfalz, habe ich den zweiten Platz gemacht. Da bin ich auch sehr zufrieden damit. Es war für mich sehr, sehr stressig die letzten zwei Wochen, weil ich habe noch nicht mal zwei Wochen vor dem Wettbewerb habe ich Bescheid bekommen, dass dieser Wettbewerb ist. Also ich hatte noch 12 Tage, mich darauf vorzubereiten. 12 Tage, die Köpfe zu bestellen, die Farben zu bestellen, alles zu planen, die Farbe zu planen, den Schnitt zu planen, was ich genau mache. Und ja, das war sehr stressig. Ich bin froh, dass es jetzt so gut ausgegangen ist und dass ich ja da überhaupt mitgemacht habe, weil ich habe erst schon gezweifelt, weil ich nicht wusste, ob mir die Zeit noch reicht. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall sehr glücklich darüber. Dann zu dem Herrenkopf. Ich musste ja noch einen Herrenhaarschnitt machen. Da werde ich euch auf jeden Fall nur ein Bild einblenden, weil das war jetzt nicht so spektakulär. Ja, ihr seht hier auf jeden Fall ein Bild, wie der dann am Ende ausgesehen hat. Und ja, ich hoffe, es schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und dann sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So right, so right, so right. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now.